Und jetzt habt ihr auch ein Werkzeug an der Hand, um beurteilen zu können, ob das Bleaching-Kit, was ihr aus dem Internet bestellt habt, wirklich funktioniert. Hi, mein Name ist Tatjana Felkner, ich bin Zahnärztin und wenn du neu hier bist, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Hier findest du alle Infos rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. In dem heutigen Video möchte ich mit dir über Aufhellungsmethoden sprechen. Welche Möglichkeiten gibt es, die Zähne aufzuhellen und was funktioniert wirklich? Wenn du dich dazu entschlossen hast, deine Zähne aufzuhellen, dann stehst du jetzt vor der Entscheidung, welche ist die richtige Methode für dich. Wir haben Drogerieprodukte, es gibt Kosmetika, die Zahnaufhellung anbieten, die Zahnaufhellung beim Zahnarzt, irgendwelche Influencer-Kits. Was nimmt man da am besten? Ich mache dir die Entscheidung ganz einfach, indem ich dir erkläre, wie die einzelnen Methoden funktionieren und was auch wirklich funktioniert. Denn wenn man einfach mal alles nimmt, was es so an Aufhellungsmethoden gibt, dann lässt es sich ganz einfach runterbrechen in zwei Mechanismen. Mehr ist es nicht. Wir haben zum einen die mechanische Zahnaufhellung. Das kannst du dir vorstellen wie ein Schmirgeleffekt. Verfärbung und Belege werden von den Zähnen geschmirgelt oder poliert, so kann man es auch sagen. Ein Beispiel aus der Zahnarztpraxis ist die professionelle Zahnreinigung. Die hat natürlich nicht als Ziel, die Zähne aufzuhellen, aber durch unsere feinen Polierpasten und auch das Pulverstrahlgerät werden die Belege entfernt. Die Zähne wirken dann dadurch heller. Ein Beispiel von euch zu Hause ist die Whitening-Zahnpasta. Die hat grobe Putzkörper und auch die hat das Ziel, diese Verfärbung eben abzuschmirgeln. Dann gibt es noch Hausmittelchen, sowas wie Aktivkohle, das habt ihr vielleicht mal im Internet gesehen, wenn die Zähne dann komplett schwarz sind, oder auch sowas wie Backpulver, ja, auch hier soll eine mechanische Abreibung der Zähne erfolgen. Das heißt, Belege werden einfach nur abgeschmirgelt. Ich möchte jetzt gar nicht weiter auf die einzelnen Verfahren eingehen, dazu können wir nochmal ein separates Video machen, in dem ich die einzelnen Methoden mal unter die Lupe nehme. Heute erkläre ich euch einfach nur die Mechanismen. Es sei nur so viel gesagt, mit der mechanischen Zahnaufhellung kann man die eigentliche Zahnfarbe nicht verändern. Schau mal in den Spiegel nach der professionellen Zahnreinigung. Heller als diese Zahnfarbe wird es mit mechanischen Aufhellungsmethoden nicht mehr. Was sind jetzt also Vor- und Nachteile dieser Methode? Vorteile, einfach verfügbar, also gehst einfach in die Drogerie und holst eine Whitening-Zahnpasta und in der Regel auch günstiger. Nachteile dieser Methode, ihr könnt eure eigentliche Zahnfarbe mit mechanischen Aufhellungsmethoden nicht verändern. Ihr könnt eben nur Belege und Verfärbung entfernen. Außerdem, bei exzessiver oder falscher Anwendung von manchen Produkten kann es sogar zu Zahnschäden kommen. Putzt ihr zu viel mit groben Putzkörpern oder nehmt sowas wie Aktivkohle, schmirgelt ihr euren Zahnschmelz ab. Im ersten Moment sehen die Zähne zwar heller aus, aber je öfter ihr das macht, desto mehr Zahnschmelz putzt ihr ab oder schmirgelt ihr ab. Und darunter kommt dann irgendwann mal Dentin zu Vorschein, das Zahnbein. Und das ist nämlich richtig gelb. Und dann wirken eure Zähne sogar dunkler. Die zweite Methode ist die chemische Zahnaufhellung. Hier kommen wasserstoffperoxidhaltige Bleachingmittel zum Einsatz. Die werden entweder in Gelform auf den Zahn aufgetragen oder in eine Schiene gegeben. In jedem Fall muss das Bleachingmittel auf dem Zahn einwirken und ihr könnt euch die Reaktion, die da passiert, ungefähr vorstellen wie beim Friseur, und zwar beim Blondieren. Ganz, ganz vereinfacht kann man sagen, dass bei dem Bleachingmittel, bei dem Wasserstoffperoxid, Sauerstoffradikale entstehen. Und diese spalten die Farbmoleküle im Zahn. Das ist jetzt natürlich sehr chemisch, aber wenn euch das interessiert, schreibt uns das mal in die Kommentare. Wir erklären euch das auch gerne nochmal viel genauer. Aber vielleicht reicht euch ja auch schon diese Info, Farbstoffmoleküle werden gespalten und so erscheint der Zahn viel heller. Die Wasserstoffperoxidkonzentration, die unterscheidet sich so ein bisschen, je nachdem, welche Bleaching-Methode man anwendet. Aber ganz wichtig zu wissen ist, dass seit 2012, und da trat nämlich eine neue EU-Kosmetikrichtlinie in Kraft, wasserstoffperoxidhaltige Bleachingmittel nur noch von zahnärztlichem Fachpersonal angewendet werden dürfen. Sobald diese Mittel eine Konzentration von 0,1% überschreiten, darf nur noch der Zahnarzt diese Bleachingmittel verwenden oder das zahnmedizinische Fachpersonal. Damit ist auch ganz klar, dass alle Mittel, die frei verkäuflich sind in der Drogerie oder in den sogenannten Bleaching-Lounges, wo gar kein zahnärztliches Personal arbeitet, gar nicht so funktionieren können. Also ganz wichtig, das richtige Zahnbleaching mit wasserstoffperoxidhaltigem Bleachingmittel, also das chemische Bleaching, kann nur in der Zahnarztpraxis durchgeführt werden. Hier nochmal die Vor- und Nachteile dieser Methode. Vorteile:
Ihr könnt eure Zahnfarbe verändern. Das geht auch relativ schnell. Nachteile: kostenintensiver und es kann zu Empfindlichkeiten der Zähne führen. Diese sind meist nur vorübergehend, aber sie können auftreten. Das ist entweder gereiztes Zahnfleisch oder empfindliche Zähne. So, also, ich hoffe, ich konnte euch gut erklären, dass es eigentlich nur zwei Varianten gibt: chemisches und mechanisches Aufhellen der Zähne. Und jetzt habt ihr auch ein Werkzeug an der Hand, um beurteilen zu können, ob das Bleaching-Kit, was ihr aus dem Internet bestellt habt, wirklich funktioniert. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert unseren Kanal und bis bald.